Hallöchen, es ist wieder mal soweit für eine neue Folge Dishonored. Der Vorabend der Krönung. Der Lord Regent ist besiegt, die Herrschaft von Emily Colvin sichergestellt. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie sicher zum Dunwall Tower gebracht wird, wo sie ihren Platz als rechtmäßige Thronfolgerin einnehmen wird. Und das werden wir heute machen. Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Vielen Dank, Samuel. Dann denk du mal ein wenig nach. Boah. Endlich mal wieder. Also wir schwanken im Boot. Ich dachte gerade, der Kran schwankt. Endlich mal wieder, ja, eine. Da hinten gab es eigentlich auch mal noch Huhn. Nee, ja. Die haben wir schon geholt, oder? Nee, endlich mal wieder eine etwas, ja, erfreulichere Umgebung hier. Ein bisschen Sonnenschein und ja. Die letzte Folge, die war ja, ja, ein wenig actionreicher als die anderen, die wir vorher so hatten. Also sind wir mal gestorben. Geht das noch? Das geht sogar noch. Wollen wir ein bisschen Walöl voll machen? Ja, also die letzte Folge. Was? Ach, geht das zweimal? Piero, wo bist du? Deine Technik ist kaputt. Ach ja. Ja, also wie gesagt, als ich selber für mich gespielt habe, da ging alles etwas ruhiger zu. Achtung, Bürger von Dunwall! Jüngste Erkenntnisse über Handlungen des Lordregenten, die zum Ausbruch der Seuche So. geführt haben, erfordern eine Umstrukturierung der Stadtregierung. Achten Sie auf weitere Durchsagen. Die Durchsage ist leider schon wieder zu Ende. Daddy? Kann ja eigentlich nur Emily gemalt haben. Bisschen schiefe Augen, aber ansonsten schön. Liegt hier noch was rum? Ich wollte eigentlich mal den Lautsprecher darunter schlagen, während eine Durchsage kommt, aber das scheint sich ja nun wieder erledigt zu haben. Die nächste Durchsage kommt wahrscheinlich dann, wenn wir gerade wieder nicht in der Nähe sind. Ach ja. Den hatten wir auch schon, oder? Das ist die Geschichte von der gut angezogenen Lady und vom nackten Mann. Es Was? war einmal eine gut angezogene Lady.
sie ging zur Madame und sagte, der nackte Mann wolle etwas. Darüber war sie wütend. Und dann kam der nackte Mann und sagte, er wolle nur das, was er immer bekäme. Und die Madame sagte, das würde jedes Mal 10 Münzen kosten. Und dass er Beatrice besuchen solle. Und die Lady sagte, siehst du? Und dann ging sie. Und dann sagte der nackte Mann, dass Beatrice in Ordnung sei. Und die Madame sagte, 10 Münzen kostet es. Und dann sagte der nackte Mann, Lord Pendleton. Das Ende. Aha. Na, das ist ja eine tolle Geschichte. Aha. Diese Mistviecher. Na gut. Sind wir 6 Minuten sinnlos hier umhergelaufen? Da würde ich sagen, wir gehen einfach mal runter zu den anderen und feiern eine Runde. Oh, wir suchen durchsuchen hier nochmal. Essen brauchen wir nichts. Hier liegt noch nichts mehr rum. Um den Dunwall Tower am heutigen Abend fanden aufgrund zuvor geplanter Sicherheitsübungen statt. Ach was. Der geht gar nicht mehr runter. Sehr komisch. Letztens konnte ich den mal runterkloppen, den Lautsprecher. Merkwürdig. Wo ist es die Abschlagsicherung, wenn er läuft? Da stehen sie alle. Geschafft. Der Lordregent ist Geschichte. Leb wohl, Hiram Burroughs, die durchtriebene Schlange. Das Gesetz ist nun dehnbar und unsere Taten straffrei. Wir finden den Attentäter Dowd, der die Kaiserin getötet hat. Dann können Sie Rache nehmen. Wir müssen Ordnung in das Chaos bringen. Das Militär wird dazu beitragen. Martin kontrolliert die Aufseher. Und Sie, Trevor, kümmern sich um die Angelegenheiten im Parlament. Lord Trevor Pendleton für Sie. Ohne mich haben Sie keinen Einfluss. Die Edelleute würden sie in der Luft zerreißen. Verzeihung, wir sind angespannt. Sie sind fertig. Unsere Arbeit beginnt. Die Krönung wird improvisiert. Dennoch muss sie vorbereitet werden. Wir übernehmen das meiste, aber die Sicherheitsfrage bleibt. Emily ist den Mördern ihrer Mutter ausgeliefert. Ich bezweifle ein zweites Attentat, doch sie müssen auf alles gefasst sein. Das stimmt. Ruhen Sie sich aus. Besuchen Sie Piero. Und machen Sie sich bereit für den Notfall. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Nun gut. Haben Sie Emily auch geistlich erzogen? Die 7 Gebote? Die Litanei der Weißen Klippe? Ich... nein. Dazu bin ich nicht qualifiziert, Aufseher. Hoher Aufseher. Sie sollten sie zu mir schicken, bald. Sie ist verzogen, selbst für eine Kaiserin. Was war das? Dunwall ist nur der Anfang. Wenn die Marine wieder bereit ist, beginnt der Spaß. Achtung, Bürger von Dunwall. Versuchen Sie nicht, die Verlegung infizierter Personen zur Behandlung zu führen. Ihre starken Hände. Mein Genie.
Wir haben eine Spur von Feuer und Blut hinterlassen, nicht wahr? Ja, soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Ja, mir doch was ins Getränk gemischt. Neue Verbesserung. Explosivgeschosse. Corvus Pistole. Okay. Dann machen wir Explosivgeschosse. Ich mache mal 5000. Ja, ich glaube. Acht von 30 Bolzen nur noch. Nehmen wir mal 20. Die nehmen wir mal alle. Explosivgeschosse. Nehmen wir auch. Nehmen wir noch eine Granate. Springminen. Nehmen wir auch noch eine. Kabelwerkzeug. Brauchen wir eigentlich nicht so häufig. Nehmen wir noch die Bolzen. Verbesserung. Wollen wir da noch irgendwas? Armbrustnachlader. Machen wir mal noch. Präzision. Machen wir Präzision noch dazu. Präzision 2. Ja. Ey, mir was wollen wir mit den Kohlen? Kugeln, wie viel haben wir denn? 20 und 10. Na komm, das reicht. Ding, 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 ding. Dummköpfe. Glauben, ihre Taten machen einen Unterschied. Ein neuer Lord Regent. Ich fürchte, wir haben den eigentlichen Krieg verloren. Ich habe es nicht geschafft, ein Heilmittel gegen die Seuche zu finden. Sokolov ist ein Betrüger. Ich sehe nichts als Dunkelheit vor uns. Mhm. Die Symbole passen nicht zusammen. Es gibt keine Zukunft für uns. Die Zukunft gehört den Ratten, den kranken Geschöpfen, die sich des Nachts erheben, der untergehenden Sonne, vom Dunkel der Nacht verschlungen, dem Outsider. Hey, Piero. Boah. Samuel ist auch nicht da. Rennt er hier hinten irgendwo rum? What? Schwebende Munition? Ich glaube, wir haben da einen Fehler gefunden. Bett. Bürger von Dunwall. Jüngste Ruhe. Erkenntnisse über Handlungen des Lordregenten, die zum Ausbruch der Seuche geführt haben, erfordern eine Umstrukturierung der Stadt. Ich will keine Angst mehr haben. Wenn ich Kaiserin bin, werde ich Angst und Schrecken bringen. Genau wie du, Corvo. Mhm.
Wenn jemand den Lordregenten und die Kaiserin getötet hat, wie kann ich verhindern, dass sie mich töten? Mein Urgroßvater eroberte die Inseln. Er wurde vergiftet, hat Callista erzählt. Manchmal kommst du nach Hause und riechst nach Blut. Das gefällt mir nicht, Corvo. Alle streiten sich. Ja, tut mir leid, Emily. Wenn ich Kaiserin bin, lasse ich 2 große Schiffe bauen und zusammenstoßen. Und alle werden ertrinken. Das darf ich doch, oder? Hey. Was sind das für Vorstellungen? Neulich sah ich, wie Emily sie ansieht. Weiß sie, was sie getan haben? Die Pendletons? Lady Boyle? Ich glaube, irgendwie weiß sie, was in ihrem Namen getan wurde. Ich sollte ihnen wohl danken. Nun mag ich nicht dran denken, wie sie es gemacht haben. Ich wünsche mir, dass sie fröhliche Bilder malt. Die alten würde ich gerne verbrennen. Manwall Tower am heutigen Abend fanden aufgrund zu... Ich weine diesen Ort nicht mehr. Emily auch nicht. Wie neidet man sie um Emilys Zuneigung? Ich hoffe, im Dunwall Tower schlafe ich besser. Weniger Albträume von Ratten wären schön. Ich habe ihr erklärt, dass eine Kaiserin gnädig ist. Sie denkt, Kaiserinnen müssen skrupellos sein. Mhm. Aha. Lassen wir mal die Musik weiter. Endlich ist wieder eine Kaiserin auf dem Thron. Ich vermute, es verleitet sie dazu, eine Despotin zu werden. Hallo Corvo. Die Pendletons stehen in ihrer Schuld. So viele Tote. Wenigstens waren die meisten einfache Bürger. Mhm. Wenn wir umziehen, werde ich kein Möbelstück mitnehmen. Sie alle tragen den Schmutz dieses Ortes. Okay. Ich werde diesem Ort nicht nachweinen. Achtung, Bürger von Dun... Ich kann den Orden kontrollieren. Aber ich weiß nicht, ob er gesundet. Den Beseitigungsanlagen im überschwemmten Bezirk zu stören. Sie sind einer der gefährlichsten Männer, die ich kenne. Mehr von ihrer Sorte, die Welt gehört uns. All die Arbeit, all das Risiko, damit ein Kind einem chaosversunkenes Reich regieren kann. Die Chancen stehen schlecht. Für uns alle. Morgen streift doch nicht durch die Unwetterkanäle, oder? Nein. Verrückt. Nur ein Traum. Mhm. Gerecht und rein erledige ich jedermanns Werk. Ich kann es nicht verschweigen. Essen brauchen wir eigentlich nicht. Gut, jetzt haben wir einige Gespräche mitgelauscht. Boah. Alter. Die Arschgeigen, die haben uns irgendwas ins Getränk gemischt. Wir machen die ganze Drecksarbeit für die. Und die holen sich jetzt die Lorbeeren oder was? Boah. Alter, die... Samuel, sie wirken, als hätten sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. So eine Drecksäcke. Warum ich meinen Hals für sie riskiere, keine Ahnung. Aber ich gab ihnen nur die halbe Dosis, Corvo. Sie haben mich beobachtet, aber nicht genau genug. Vielleicht überleben sie. Ich verstehe, warum sie sie hintergangen haben. So viele Leute mussten für die Sache sterben. Das sind Staatsverbrechen. Vielleicht glaubten sie... Emily nicht kontrollieren zu können, wenn sie in ihrer Nähe sind. Da könnten sie recht haben.
Ich verfrachte sie auf ein Boot und dann muss ich selbst verschwinden, bevor sie mich töten. Das kommt als nächstes. Ergibt den meisten Sinn. Wenn sie Glück haben, wachen sie auf und finden einen Ausweg aus dieser Stadt. Wenn nicht, dann leben sie wohl. So eine Drecksäcke. Alter, nee. Überschwemmter Bezirk. Verlassen. Von Havelock, Martin und Pendleton betrogen wurdest du nur im letzten Moment vom Schiffer Samuel gerettet. Er ließ dich in einen verfallenen Bezirk Dunwall zurück. Und das, Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao.